So, Servus, ja, Freunde. Neuer Patch ist da. Dementsprechend ist es gleich mal Zeit für das erste So spielt man. Zum neuen Patch. Ist ein Spiel von mir selber gegen den Kollegen hier. Wie wir sehen, Rang 58, guter Spieler und so. Wir beschäftigen uns heute erstmal der guten alten Sowjetunion. Und zwar, was wir uns heute anschauen, ist Lend-Lease. Die gute alte Lend-Lease-Taktik war ja früher sehr verbreitet, hat man zwischendurch auch sonst immer mal wieder gesehen. Aber bei den Sowjets war es ja bisher immer so, dass die Leute sich halt ja im Großen und Ganzen immer auf Doktrinen konzentriert haben, in denen Guards drin sind. Jetzt haben wir ja seit dem Patch die Möglichkeit, Pinus mit PTAS auszustatten. Das heißt, wir brauchen nicht mehr unbedingt Guards. Wir können einfach einen Pinel-Trupp bauen gegen ein leichtes Fahrzeug, ein 2-2-2 oder so. Und ja, dementsprechend habe ich mir mal ein bisschen was ausgedacht. Gerade auf der Map jetzt hier, gut für Sniper-Play und so. Das heißt, drei Conscript-Sniper, Pinels gegen leichte Fahrzeuge und dann into selbige Doktrin, Lend-Lease, Duschkas hinterher, ein, zwei Stück, wie auch immer. Und dann kann man sich im Großen und Ganzen den Tech auf T4 sparen und Shermans pumpen. Schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Ich nehme es schon mal vorweg. Gut. ja, wie schon angesprochen, erstmal drei Conscripts oder zwei, drei Conscripts. Ah, wie immer habe ich verpeilt, meinen Sound anzupassen für die Aufnahme, weil ich gerade noch gestreamt hatte. Sorry dafür, aber weiter geht's. So. Ich werde mich, glaube ich, erstmal so ein bisschen auf rechts konzentrieren. Sniper und so weiter. Ist halt eine schöne Map für Sniper. Ich weiß nicht, ob die Taktik für jede Map gleich gut ist. Oder das heißt, ich weiß es nicht. Es ist halt nicht so einfach. Aber gerade auf so offenen Maps, also hier Kreuzung im Wald, Famineville, funktioniert es ganz gut, habe ich auch schon ausprobiert. Langriskaya selbstverständlich, Crossroads zum Beispiel. Also es gibt wirklich eine Reihe von Maps, wo die Taktik gut ist. Ja. Wie gesagt, Conscript, jetzt kommt der Sniper. Und dann schauen wir mal, was ich damit so anrichten kann. Das Coole ist halt wirklich jetzt seit dem Patch bei den Sowjets, dass man nicht mehr ganz so abhängig von den Doktrinen ist, die die guten Guards beinhalten. Die sind zwar immer noch gut, aber man muss es jetzt nicht mehr zwangsläufig machen. Die Geschichte hier ist das Erste, was ich dahingehend vor dem Hintergrund ausprobiert habe. Interessanterweise sehen wir hier übrigens Prio-Spam mit Doppel-MG. Auch das eine Geschichte, die dem Patch geschuldet ist. Pioniere wurden leicht gebufft. Dann wahrscheinlich into relativ fast 2-2-2. Was aber vermutlich jetzt schon mal eigentlich nichts mehr wird, weil ihr seht, er hat halt absolut keinen Fuel und ihr wisst ja, das 2-2-2 ist jetzt ein bisschen teurer. Das kostet jetzt nicht mehr 15 Fuel, sondern 30. Und auch von den Manpower kostet ein bisschen teurer. Hurra! Ich dachte mir, ich kann ja vielleicht doch irgendwie das MG abgreifen. Funktioniert aber nicht. Also, so what? Dritter Conscript jetzt. Sniper macht schon mal so ein bisschen Alarm.
auch schon 4 Kills jetzt. Als für den Pionier hier. Der Pionier will jetzt irgendwie meinen Sniper abgreifen, aber ich weiß nicht. Also die Pioniere wurden zwar ein bisschen gebufft, aber das heißt jetzt nicht, dass die jetzt episch geil sind. Also sie sind halt jetzt ein bisschen besser auf Close. Das ist eigentlich auch schon alles. Und also man braucht jetzt nicht glauben, dass man mit einem Pi, dass man hier einen reinen Pyro-Spam abziehen kann, genauso wie es unter Umständen in COH1 der Fall war. Nichtsdestotrotz, was der Typ hier macht, kann man machen. Das konnte man aber vorher auch schon. Also das ist, hat jetzt gar nicht mal so viel mit dem Patch zu tun. Da ich bisher außer MGs und Pionieren nichts gesehen habe, kommt jetzt schon der Pinel-Trupp, den ich dann aufrüsten werde mit PTRS. Ja, um halt ein bisschen was zu haben gegen das eventuelle 2-2-2. Hier ist es nämlich schon und auch schon im Bau. Also ihr seht, so viel zu Fast T2 geht nicht mehr. Also der Typ hatte so gut wie keinen Fuel und schafft es aber halt trotzdem in Minute 5 sein 2-2-2 aufs Feld zu bringen. Also so schlimm ist der Nerf jetzt nicht aus meiner Sicht. Man kann sie halt nicht mehr ganz so krass und ganz so schnell pumpen, aber man kann sie schon immer noch schnell bringen. Ne? Da ist der Freund. Aber ihr seht's, 3 Conscript Sniper, PTRS-Drop habe ich auch. Sollte also jetzt nicht ganz so katastrophal schlimm werden für mich. Habe ich eigentlich schon... Nee, habe ich nicht. Hab noch keine Panzerabwehrgranaten für die Cons. Aber wie gesagt, die PTAS sind da. Das verhindert zumindest mal, dass der mir jetzt hier komplett den Arsch aufreißt. Sniper erfüllt seinen Job. Oh, bisschen riskant jetzt hier. 2-2-2 kommt auch, muss eh weg. Aber wie gesagt, hier sind die PTAS-Freunde. Mal gleich mal sehen, was die hier am Damage raushauen können. Dazu jetzt auch noch die Panzerabwehrgranaten und dann kommt man da klar. Aber man sieht, die machen schon Schaden. Auch wenn sie jetzt gerade nicht schießen, weil ich mich behindert in der Gegend rumbewege. Aber Großen und Ganzen passt das. Lendlease habe ich jetzt gewählt. Kann mir dann den nächsten Duschka rausholen. Man sieht hier aber schon, also die PTAS, das ist jetzt kein Hardcounter gegen leichte Fahrzeuge. Aber es verhindert halt, dass der hier einfach lustig, wie er gerade Lust hat, mit dem 222 in der Gegend rumfährt. Also im Prinzip genau das, was man halt eigentlich auch will. Ja, jetzt Doppel-Panzergrenadier im Bau von dem Kollegen. Bei mir ist jetzt das Duschka da. Bisschen Map-Control habe ich verloren jetzt durch den 2-2-2-Push. Aber das sollte sich jetzt wieder ein bisschen verbessern. Sniper ist ein bisschen low, aber... Geht schon, ich habe ja schon Heal, das heißt, wenn er das nächste Mal retreatet, dann passt das schon. Ja, und die Duschkas, die sind halt schon stark, also die pinnen instant im Prinzip, gewinnen auch gegen das MG42, also das ist schon nice, so im Großen und Ganzen. Das war vorher auch schon nice, aber wie gesagt... War halt ein bisschen schwierig, weil man keine Call-In-Infanterie hatte in der Doktrin. Zum Beispiel Guards und ja, jetzt braucht man die nicht mehr. Passt also. Wir müssen jetzt erstmal rausfinden, wie das so jetzt abgeht mit den PTRS-Freunden Infanterie. Mäßig, Anti-Infanterie mäßig. Wir sehen, das Ding baut sich echt schnell auf und pinnt gut und so. Also rundum ein sehr, sehr starkes MG. So, hier wird er sich jetzt erstmal
eine Sticky fangen. Direkt Motorschaden. Läuft. Sniper ist immer noch unterwegs und macht Ghetto-Stress. Das läuft auch. So im Großen und Ganzen läuft das. Jetzt könnte ich mal gucken, ob ich hier das den Devil-Move abziehen kann. Das heißt, MG hier in dieses Haus packen und dann ist hier erstmal ein bisschen Schicht im Schacht. Jo. Das heißt, jetzt mit dem Duschka und dem PTRS konnte ich jetzt im Prinzip das Ganze schon, also den kleinen Push, sage ich jetzt mal, des Wehrmachtlers zurückschlagen. Habe jetzt wieder ordentlich Map Control, zwei Siegmarken, Fuel, expandiere gleichzeitig ein bisschen nach links. Das läuft schon im Großen und Ganzen. Duschka baut sich um. Schau, da seht ihr, was ich meine. Erste Feuersalbe instant gepinnt. Also schon echt stark, das Ding. Sniper macht es jetzt dann gleich mal zweistellig, denke ich. Bam. Und holt sich dann auch noch das Wett dazu. Läuft. Ja, und auch gegen MG42 hier wieder instant pin. Pain in the ass. Ich muss jetzt natürlich halt trotzdem weg, weil... weil der Mörser auf das Gebäude feuert. Nichtsdestotrotz ging ihm das jetzt erstmal auf den Sack hier. Ah, kann jetzt auch wieder seinen Fuel ankappen. Passt erstmal. Ja, und jetzt kommt bei mir stinknormal der T3-Tag, T70 raus, wie man es halt so macht als Sowjet. Also... nichts Ungewöhnliches, das kennt ihr, das war vor dem Patch auch schon nicht anders. T70 wurde zwar genervt, aber ich denke, wir werden gleich sehen, er ist immer noch sehr, sehr stark. Er ist nicht mehr ganz so stark gegen Einheiten auf dem Retreat, also er ist jetzt nicht mehr so die Wipe-Maschine wie früher, aber er ist immer noch sehr, sehr stark, glaubt mir. Da ist er, der Freund. Na gut, hier muss ich weg. Das könnte nach hinten losgehen, die Geschichte hier. Aber T70 saves the day. Auch in der Mitte gibt es ein bisschen Stress. Ja, und hier diese PTAS-Freunde haben im Prinzip nur die Aufgabe, halt das 2-2-2 so ein bisschen zurückzudrängen. Ja, wir sehen es, vor dem Patch hätte der ja wahrscheinlich jetzt hier ein, zwei Models schon rausgeschossen. Auf dem retreatenden Pionier macht er jetzt nicht mehr, aber so ansonsten ist er schon immer noch gut. Werden wir, denke ich, auch noch sehen jetzt hier. Sniper gegen das MG42, hier eine Mine gelegt. Auch das gilt weiterhin, ob vor dem Patch oder nach dem Patch, scheißegal. Schauen, ob das Tutu die Mine auch gleich findet. Bam! Ja, Mainz Win Games. Auch das hat sich nicht geändert. Einzige, was mich an den Duschkasten ein bisschen stört, dass die so lang brauchen, bis sie... ja, hier wieder Instant Pin. Die ersten drei Schüsse ist schon gepinnt. Dinger sind einfach böse. Einzige, was mich ein bisschen stört an den Dingern, dass sie ewig brauchen, bis sie retreaten. Weiß nicht, ob ich da einfach nur Pech hatte jetzt in dem Spiel oder in den Spielen, die ich bisher gemacht habe, oder das grundsätzlich so ist. Ich glaube, das ist grundsätzlich so. Ja, und jetzt haben wir hier oben rechts, seht ihr es, eine relativ runde Build-Order. Drei Conscripts, Pine, Doppel-Duschka und ein Sniper und ein T70. Und damit kann man wirklich ordentlich Alarm machen. Fuel habe ich auch ordentlich, das heißt, solltet ihr jetzt wirklich richtig Stress kriegen mit eurem Gegner, oh, Vorsicht, solltet ihr jetzt richtig Stress kriegen mit eurem Gegner, das heißt,
Der Typ, das Spiel ist scheiße gelaufen, der Typ taggt jetzt auf T3, haut ein P4 auch raus und so, habt ihr ja immer noch die Möglichkeit, jetzt noch eine SU-76 rauszuholen. Bei mir ist das jetzt, boah, bam, Mörser. Wird aber gleich vertrieben, der Compadre. Ja, dann könnt ihr eine SU-76 rausholen. Ansonsten, wenn ihr das nicht braucht, könnt ihr einfach jetzt so weiterspielen, straight into Shermans. Ich hätte jetzt auch sofort taggen können, auch das ist möglich, aber wollte ja jetzt die Taktik, wie gesagt, ausprobieren. Hier ins Haus zu gehen, ist jetzt ein Fehler gegen den Flamer, dementsprechend auch gleich wieder raus und Retreat. Nicht aufgepasst hier jetzt gerade von mir. T70 bisher noch nicht viel gemacht, der Jung. Aber nicht, weil er jetzt so schwach wäre, sondern einfach, weil sich's halt jetzt irgendwie nicht ergeben hatte. Der T70 hat zusätzlich auch noch mehr Leben, das heißt, er ist ziemlich schwer zu killen jetzt. Das heißt, alles in allem macht er ein bisschen weniger Schaden, aber immer noch genug. Ist dafür aber halt schwerer zu killen, weil er einfach mehr aushält. Das heißt, ein richtiger Nerf war das aus meiner Sicht nicht. Eher ein Buff, wie ich finde. Warum schießt der Sniper halt nicht? Boah! Ja, der Mörser macht mir irgendwie zu schaffen. Doppelmörser jetzt. Also richtig lame, wie der Typ hier so spielt. Ich hasse ja solche Typen. So grundsätzlich. Ich persönlich mag es auch nicht, weil das auch immer so ein bisschen luckabhängig ist, wie gut der Mörser jetzt reinhaut oder auch nicht. Das heißt, das ist halt so ein bisschen RNG-abhängig auch. In dem Spiel machen mir die Mörser richtig übel zu schaffen, aber meine, ich hatte in meinem Spiel in unserem 1 gegen 1 Turnier gegen VO Doppel-US Mörser vor dem Patch mit 0 Kills, also so viel zu RNG. Ihr habt ja jetzt gesehen, das dauert eine Weile, bis das Duschka retreatet. Hier ein paar Demos gehen jetzt runter, ein paar Minchen. Was man halt so macht. Triple Cap für mich. Also läuft so im Großen und Ganzen. Und langsam könnte der T70 mal ein bisschen was reißen. Ein Kill erst. Hier wird's eng. Trotzdem, das Rückgrat dieser Strategie ist halt einfach der Sniper und die Duschkas. Das heißt, wenn ihr mit Snipern nicht umgehen könnt, hier sehen wir übrigens, wie viel der jetzt aushält. Der hat richtig auf den Sack bekommen, der Freund. Zwei Salven vom Panzerschreck-Kollegen und lebt immer noch. Wäre vor dem Patch definitiv tot gewesen. Hier, Freund Duschka. Was bei den Duschkas halt auch der Fall ist, die machen halt zusätzlich dazu, dass sie instant pinnen, auch noch hart Schaden. Also die Dinger sind richtig, richtig nice. Glaube, ich will hier den Mörser angreifen, deswegen wird hier umher U-Raid. Und ich habe einen Arsch voll Munition, deswegen kann man das mal machen. Einfach um schneller da zu sein. So. Sniper, greift mal das MG42 an. Zusätzlich wird es noch ordentlich von hinten genommen.
Schaut es eigentlich tech-mäßig aus hier? Ah, er taggt durch auf T4, genau. Ja, wenn es denn sein muss. Aus meiner Sicht nicht die richtige Wahl. Beziehungsweise, ja. Also ich kann es nachvollziehen. Er kennt ja die Doktrin der Kollege und weiß dementsprechend auch, dass ich jetzt hier demnächst Shermans pumpen werde und das sind P4s halt scheiße dagegen. Was man allerdings schon machen kann, ist halt P4 plus Stux. Aber er will wohl lieber den Panther haben. Warum nicht? Kann man definitiv so machen. Ja, die Mörser machen mich richtig fertig hier in dem Spiel, aber naja. T70 immer noch nur einen Kill, das, wie gesagt, das, nicht, dass hier jetzt ein falscher Eindruck entsteht, so schwach ist der jetzt nicht, der macht schon immer noch Schaden. Ich habe ihn bisher halt einfach suboptimal eingesetzt. Auch. Ja, wie gesagt, die Mörser machen mir richtig zu schaffen. 10, 17 Kills, die beiden mit 2, also. Bisschen lucky halt auch einfach von dem Typen hier. Also so viel Schaden machen die nicht immer. Sprintfunktion haben sie auch. Hier wieder der Insta-Pin. Und nach der zweiten Salve schon rot gepinnt. Also schon echt gut, die Dinger. Kann ich nur empfehlen. Ja, Mine gelegt. Jetzt wird hier wahrscheinlich noch eine Mine kommen. Bisschen mehr Minen könnte ich legen. So viel Munition, wie ich habe. So, jetzt kommt der erste Sherman, beziehungsweise schon zwei Shermans da jetzt. Ja, wie schon vermutet, hier die Mine. Duschka ist auch noch da. Das Duschka raped auch definitiv das MG42. Ach, der Mörser, ey. Ja, und der Sherman ist halt auch ziemlich stark, also sowohl gegen Fahrzeuge als auch gegen Infanterie, wie wir hier sehen. Ich ziehe mich jetzt hier zurück, aber nicht wegen dem MG42, sondern wegen dem Doppelmörser, dem Gammligen. Jetzt macht der Typ allerdings einen Fehler. Brummbär ist jetzt nicht so nice. Was er bräuchte, wäre eigentlich ein Panther. Ja, Sniper plus Sherman plus T70. T70 stinkt halt echt massiv ab. Immer noch nur ein Kill. Aber wie gesagt, da entsteht hier gerade so ein bisschen falscher Eindruck. So mega schwach ist der nicht. Jetzt nach dem Nerf braucht er keine Angst haben. Den könnt ihr schon immer noch bringen. So, hier kommt die nächste Demo. Hier ist der Brummbär. Wie gesagt, halte ich jetzt irgendwie ein bisschen für einen Fehler. Selbstverständlich schießt mein Sherman daneben, ist ja klar. Ne? What the fuck? Ah, Pack plus 4 Panzerschrecks. War jetzt nicht so gut gespielt von mir, allerdings. Naja. Kann passieren. Wird 2 schon das Ding, obwohl er nur einen Kill hat.
Gute ist, ich kann halt schon wieder den nächsten Sherman holen. Das passiert jetzt auch. Oh. Das könnte jetzt in die Hose gehen. Ich glaube, ich gerade kein Auge drauf. Ja. Ja, Brummbär ist schon stark gegen Infanterie. Aber don't fuck my Sniper, man. Erobert. 22 Kills schon, der Freund. Nachteil der Strategie ist halt so ein bisschen, ihr habt keine Artillerie. Ihr habt keine Mörser und keine Katjuscha und so. Braucht man jetzt aber hier halt auch nicht unbedingt. Was ihr natürlich auch machen könnt, das verbietet ja niemand, T2 nachzutacken, Mörser rauszuholen und sowas. Aber das hier ist jetzt mal einfach die reine Taktik, wie ich es jetzt hier halt vorstellen will. Da verbietet euch ja keiner, sie ein bisschen bei Bedarf anzupassen. Ihr seht, der Sherman ist richtig stark. Wie gesagt, sowohl gegen Panzer als auch gegen Infanterie. Ist ja ziemlich schnell die Pack decrewed. Jetzt hat er im Prinzip nichts mehr, um seinen Brummbär zu beschützen. Außer seine Panzergrenz. Wo sind die eigentlich? Hier. Ja, mein Sherman bounced hier ständig gegen den Brummbär. Ein bisschen unglücklich. Einen Panzergrenadier habe ich übrigens in die Luft gejagt. Hier. Wie man hier an der Schreck sieht. Mit einer Demo in die Luft gejagt. Muss mich jetzt hier aber trotzdem zurückziehen. Oh. Ja, mein T-70 geht, ist jetzt draufgegangen. Und ja, er hat im Prinzip echt nichts gerissen in dem Spiel. Aber sage ich jetzt zum letzten Mal, so schwach wie das jetzt hier wirkt, ist er nicht. Also, der macht schon immer noch Kills. Ist halt einfach nur nicht mehr die Wipe-Maschine von vor dem Patch. Von der Stärke her vielleicht mit einem Stuart zu vergleichen, von vor dem Patch, was die Kampfkraft gegen Infanterie angeht. Also er ist schon immer noch wirklich sehr gut. So grundsätzlich RNG war jetzt in dem Spiel halt nicht auf meiner Seite groß. Ihr habt ja gesehen, die Mörser und so weiter. Ja, aber ihr seht es ja auch mit den Duschkas, habe jetzt drei Stück schon mittlerweile. Das läuft schon. Jetzt gleich wieder Triple Cap. Hab ihm schon ordentlich Siegmarken abgezogen. Läuft. Hier wieder Insta-Pin. Insta-Pin. WET3 MG42, keine Chance. Aber ihr seht, was die Mörser mit mir machen. Das ist halt echt ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Und hier sehen wir wieder, es dauert echt eine Weile, bis die Typen hier retreaten. Hier sehen wir aber den Sherman, 16 Kills schon. Wenn ich das jetzt aber in den nächsten Spielen bestätigen sollte, dass ich mit dem T-70 einfach gar nichts reiße, könnte man sich fast überlegen, ob man nicht T2 noch einschiebt in die Taktik. Vielleicht mit einem Mörser, vielleicht eine Pack, je nachdem, ob man es braucht. Aber momentan gehe ich noch davon aus, dass das eigentlich laufen sollte. Mit dem T70. Also ich habe auch im Balance-Patch, also als der Patch noch nicht released war, schon mit dem neuen T70 gespielt und da hat er wirklich ordentlich Kills gemacht. Muss man mal abwarten. Hier kommt jetzt aber die Pack. Und ich peile es nicht und verliere jetzt hier meinen nächsten Sherman. Da verbietet euch auch keiner, das ein bisschen besser zu machen als ich in dem Spiel. Aber
Naja, es ist halt auch kein Noob, gegen den ich hier spiele. Also, der ist halt Top 50, Top 60 mit Wehrmacht. Also auch kein Fallobst. Da kann man schon mal in Bedrängnis geraten. So, aber hier kommt wieder meine Meute. Und das könnte es jetzt gewesen sein für den Brummbär, aber das ist das, was ich mit RNG meine. Meine Schüsse bouncen halt die ganze Zeit. Weil jetzt will ich ihn unbedingt haben, bekomme ihn auch. Kann aber sein, dass ich jetzt ja wieder meinen Sherman dafür verliere. Aber ich habe immer noch einen Arsch voll Fuel und kann mir jetzt gleich den nächsten wieder rausholen. Wie gesagt, das könnt ihr definitiv ein bisschen besser machen als ich. Das war jetzt einfach. Da war ich jetzt einfach ein bisschen am Ragen, weil ich den Brummbär nie gekriegt habe, weil ständig die Schüsse gebounced sind. Deswegen wollte ich ihn jetzt unbedingt haben und musste dafür den Sherman opfern. Ah, ich glaube, hier versuche ich jetzt den Mörser in die Luft zu jagen. Mal gucken, ob das klappt. Nee. Zwar ordentlich Schaden gemacht, aber das Ding ist rausgekommen. Ja, jetzt hat er aber auch nur noch 62 Siegmarken. Das heißt, ich muss jetzt nur noch gucken. Ich muss jetzt nur noch auf Siegmarken spielen. Ja, jetzt kommt hier das Tiger Ace. Wird mir jetzt auch wieder ordentlich zu schaffen machen, denke ich. Aber freundlicherweise hat der Kollege mir einen Schreck dagelassen. Und wie gesagt, ich muss jetzt ja nur noch die Siegmarken irgendwie runterticken lassen. Koste es, was es wolle. Ja, und um Siegmarken zu protecten, sind natürlich die Duschkas perfekt, weil sie halt instant pinnen. Wie ich jetzt schon mehrfach darauf hingewiesen habe. Ja, und jetzt hier halt wieder Triple Cap für mich. Natürlich Pain in the Ass für ihn, nur noch bei nur noch rund roundabout 40 Siegmarken. Bisschen stressen mit dem Sherman. Muss jetzt aber auch direkt wieder weg. Capt jetzt hier schon mit seinem Mörser. Und das ist das, was ich meine. Bei allen anderen MGs habt ihr ja oft das Problem, dass unter Umständen, selbst wenn er unter die Einheit, die jetzt hier gerade capt, unter MG-Beschuss steht, dass sie manchmal tatsächlich trotzdem aber noch den Decap hinkriegt. Das könnt ihr gegen Duschka halt vergessen. Eine Salve, rot gepinnt, läuft. Ja, wie gesagt, ich kriege jetzt hier ordentlich auf den Sack, aber das Spiel ist halt schon durch. Muss jetzt nur noch gucken, dass ich halt meine Siegmarken behalte. 17 sind es nur noch an der Zahl für ihn und ja, ich habe noch diverse Duschkas und meinen W3-Sniper, wo ist der eigentlich? Mit mittlerweile 32 Kills. Ja. Also wie gesagt, wir können schon mal rekapitulieren. Drei Conscript-Sniper. Dann je nachdem, wenn der Gegner leichte Fahrzeuge bringt, ein, zwei Pinels mit PTRS. Und dann direkt into Sherman. Das funktioniert ganz gut. Wie wir hier auch gesehen haben, gegen den Top 50, Top 60 Spieler. Unter Umständen kann es notwendig sein, dass ihr nicht direkt into Sherman tacken könnt, sondern dass ihr vorher noch T3 mit einer SU-76 rausholt. Das hatte ich jetzt noch vergessen. Also nochmal drei Conscript, Sniper, Pinels, T3 mit T70 und dazwischen. Immer wenn sie es anbietet und ihr es braucht, das ein oder andere Duschka und dann am Ende into Shermans. Was wir jetzt hier nicht gesehen haben, weil ich es nicht gebraucht habe, ist alliierter Nachschubabwurf. Das heißt, wenn ihr nicht ganz so viel Fuel habt wie ich jetzt hier, könnt ihr euch auch noch Nachschub abwerfen. Also, das ist rundum eigentlich eine runde Sache. Wie immer sei hier nochmal gesagt, ihr müsst euch natürlich immer ein bisschen an den Spielverlauf anpassen. Wie gesagt, wenn ihr eine SU-76 vorher noch braucht, vor dem ersten Sherman, dann müsst ihr es halt machen.
Den T70 werde ich weiterhin im Auge behalten, ob der weiterhin so scheiße ist wie jetzt hier in dem Spiel. Aber wie gesagt, hatte auch schon Spiele mit den neuen Patch Notes, wo er echt ganz gut war. Also ich bin der Meinung, dass ich hier einfach ein bisschen Pech hatte, ihn nicht so toll eingesetzt habe und er deswegen so wenig gerissen hat. Das heißt, es kann sein, dass ich die Taktik hier vielleicht noch ein bisschen überarbeiten werde. Aber im Großen und Ganzen steht das so. Ist auch tatsächlich echt eine runde Sache. Ich habe schon einige gute Spieler damit geschlagen. Ja, damit will ich den Cast dann hier auch schließen. Bedanke mich immer für die Aufmerksamkeit. Vielleicht hat es dem einen oder anderen geholfen. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß beim Zocken, viel Spaß bei dem schönen Wetter. Der Sommer ist da. Bis zum nächsten Mal.